Willkommen zu The Legend of Kay und ich bin echt gespannt, was es da drüben gibt, wenn ich das hier schaffe. Mit den ganzen Dingern. Gut, die mit Strom darf ich nicht berühren. So bin ich jetzt schon mal fest. Nur die normalen. Das ist gar nicht so einfach. Ah, verdammte Kacke. Und verdammte Neugier. Ich muss da alle treffen irgendwie. Ich muss da irgendwie alle treffen. Ah, verdammt. Muss ich mir erstmal heilen wieder. Neugier. Ich will wissen, was es da gibt. Vielleicht, wenn ich einen Magierangriff benutze. Na, erstmal Energie zurückholen. Zumindest ein bisschen. Ich will das wissen. Irgendwie muss ich das anders lösen. Ich muss es irgendwie anders lösen. Wie mache ich das da? Wie soll man das hinbekommen? Mal wieder heilen, Moment. Ich werde das, glaube ich, mal auf die... Ja, doch, ich speichere auf die 2 das ab. Also ich speichere gerade das Ganze doppelt, weil ich möchte wissen, was es da gibt. Ich möchte wissen, was es da gibt. Das macht mich jetzt neugierig. Das lässt mir gerade keine Ruhe. Nee, klappt nicht. Ich dachte, ich könnte Magie verwenden, aber... Das geht leider nicht. Oh, verdammt nochmal. Nee. Also dafür ein Leben verpratzen, das sehe ich nicht ein. Dafür ein Leben verpratzen, das sehe ich echt nicht ein. Nee, habe ich jetzt nicht wirklich Lust drauf, das irgendwie zu machen. Vielleicht schaue ich mal nach, was es da gibt. Interessanter für mich ist gerade die Frage, was es da oben gibt.
Das wäre für mich interessanter. So, ja, jetzt kann ich den Ramsch nochmal machen. Mit dem Käfernest. Hallo? Kommst du vielleicht bald mal her? Hat aber auch den Grund, dass ich das nicht einsehe, dafür ein Leben verpratzt zu haben. Nee, 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 nee. Also wenn, dann save ich mir das im Dorf nochmal ab. Aber nicht so. Aber nicht so. Ah, komm da hoch. Da hab's ja auch noch was. Da gab's ja auch noch was. Ja, nehme ich noch ein extra Leben. Ja, das kann ich gar nicht wegskippen. Brauche ich auch nicht. Ist hier eine kurze Cutscene. Und eine recht schöne, finde ich. Weil man hat schön das ganze Dorf im Blick. Gibt es hier auf der anderen Seite. Hier ist ein Brunnen ausgetrocknet. Ich glaube, das wird auch eine Aufgabe sein. Hast du bei Bai gesehen? Ah, du bist also Kay. Man hat mir von dir erzählt. Bye-bye ist bei unserem Bürgermeister Tulao. Folge einfach dem Weg und geh durch die offene Tür. Da ist er. Er sagt immer, dass die Tür eines Bürgermeisters allen offen stehen soll, die ihn brauchen. Weiser Bürgermeister. Guten Tag. Worum geht's hier? Ja, wir rechnen jeden Moment mit dem Angriff der Ratten. Bürgermeister Tulao macht sich sehr große Sorgen da oben in seinem Haus. Okay, rein kann man nicht. Das ist auch mal viel zu eng da drin. Wo finde ich euren Bürgermeister? Was willst du denn vom Bürgermeister? Ich bin seine beste Freundin. Wir gehen jeden Tag zusammen spazieren. Er ist bestimmt zu Hause. Grüß ihn von mir, wenn du ihn siehst. Okay. Die sind gerade am Fressen. Vielleicht weißt du... Ob ich was weiß? Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Warum kommt mir der Spruch so bekannt vor? Aber was für eine geniale Anspielung. Was für eine geniale Anspielung. Guten Tag. Hallo, mein Junge. Du musst Kay sein, ja. Ein Ruf eilt dir voraus. Bye-bye erzählt immer wieder, wie du die Ratten besiegt und ihn befreit hast. Er hat wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ich höre, du verfolgst deinen alten Freund Tak. Da hast du richtig gehört. Eine persönliche Geschichte. Er hat meine Kampfschule geschlossen, unser Dorf zerstört. Irgendjemand muss sich diesem stinkenden Stück Käse doch widersetzen. Richtig so. Uns wird er zweifellos dasselbe antun. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass uns der Drache Tor Zi irgendwie beschützt. Sieh mal, da ist der Eingang in die Höhle des Drachen. Aber wir kommen nicht mehr hin, weil die Brücke beschädigt ist. Um dorthin zu gelangen, müssen wir das Geheimnis der drei Drachenstatuen lüften. Aber die Ratten hindern uns daran. Wir brauchen die drei Rubine, die Augen des Drachen. Der Legende zufolge hilft der Drache jenen, die hinter das Geheimnis der Drachenstatuen kommen. Wir hatten bereits alle drei Rubine gefunden.
Aber jedes Mal, wenn wir eine Statue aktivieren wollten, wurden unsere mutigen Hasen-Scouts gefangen und die Ratten nahmen den Rubin an sich. Du hast Bye-Bye gerettet und er trug unseren letzten Rubin bei sich. Stell dir nur vor, was passiert, wenn die Ratten als Erste in die Höhle des Drachen gelangen. Dann bekämen sie noch mehr Macht und ihre bösen Pläne gingen in Erfüllung. Ich kümmere mich darum. Du kannst dich auf mich verlassen. Das musst du auch, denn sie wollen Tor Zi mit ihrer bösen Magie verzaubern. Genauso wie Boax. Tor Zi würde ihrem Willen unterstehen. Er würde sich gegen uns und alle friedliebenden Völker stellen. Kein Problem, Tulao. Ich werde Tor Zi davon überzeugen, dass er euch von jetzt an beschützen muss. Das würdest du für uns tun? Ja, ich glaube dir. Hier ist unser letzter Rubin. Okay, danke. Und ja, die Ratten müssen auf jeden Fall aufhalten. Und müssen noch die anderen Drachenaugen finden. Ist hier sonst noch was zu finden? Hallo, Bye-Bye. Ich habe ein paar Katzenstatuen gefunden. Was weißt du noch? Als ich mich aus dem Rattenlager geschlichen habe, sah ich irgendwas Bröckliges hinter einem Bambus. Okay, danke. Wird bestimmt eine weitere Katzenstatue sein. Hey, ich öffne dir jetzt die Baumportale, damit du in alle Bereiche des Waldes kommst. Viel Glück. Okay, danke. Werd ich brauchen. Aber erstmal hier weiter umschauen. Da drüben ging es noch lang. Über den Baum drüber. Na, so wird es jetzt nicht gebracht. Aber gibt es hier noch was zu finden? Ich glaube, da hinten kann ich nicht hin lang, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee. Da kann man nicht lang. Da kann man nicht lang. Was hat's mit diesem Brunnen auf sich? Ist ja vollkommen versiegt, das Ding. Vollkommen versiebt. Oder hat das Teil andere Verwendungszwecke? Ich weiß es nicht. So, das da oben haben wir bereits. Sonst scheint hier nichts zu sein. Du musst Tack sein. Hör mal. Stör mich nicht, du Katzenminzelutscher. Wir sind hinter diesem verdammten Drachen her. Ich brauche 6 Leute oder 7. Nein, 6 reichen. Ich bin wegen dir hier, du schmutzige Ratte. Okay, Tack macht sich vom Acker. Und wir müssen uns mit den Ratten prügeln. Also mit seinen kleinen Gefolgsleuten. Komm.
Kommt ruhig her. Kommt ruhig her. Tja, da seid ihr überrascht, nicht wahr? Habt ihr wohl nicht mit gerechnet, dass ich so stark bin? Das ist richtige Katzenpower. Zum Hasenbaum waren wir gerade. Gehen wir mal hier lang. Edelsteinchen. Okay, was bist du? Du bist eine Pflanze und du bist nicht nett. Da oben ist nichts. Nichts zum Schwingen und so. Aber schöne Sachen gibt's hier. In der Steinschlagschlucht. Ja, das finde ich cool mit den ganzen Bereichen hier. Vom Level. Schön gemacht. Ich würde mal meinen, dass wir Bomben hier benutzen können. Ja, da zum Beispiel. Kann man irgendwie umher switchen zwischen Items? Ach so, da. Ich habe nämlich noch eine Bombe. Und würde meinen, dass sich hier was versteckt. Und so ist es auch. Und zwar eine Katzenstatue. Okay, damit fehlen nur noch zwei. Weil oberhalb der Katzenstatuen gibt es immer sehr schöne Items. Wow. Au. Das habe ich nicht gesehen. Ah, das war jetzt nicht ganz. Ach so, ja, das sind diese Kristalle. Jetzt kann ich euch mal zeigen, was dann passiert, wenn wir nämlich hier. Genau das machen. Genau, dann gibt es nämlich satte, satte Kristalle. Was sind das, Punkte? Ich habe keine Ahnung, wozu sie gut sein sollen. Auf jeden Fall. Okay, mit den Münzen können wir einkaufen. Aber was bringen mir die ganzen Kristalle? Da geht's weiter. Da kommen wir her. Dann gehen wir erstmal da lang. Da hinten gibt es nämlich auch noch was zu finden. Und zwar das hier. Ich weiß nicht, was es bringt. Ich sammle es einfach mal ein. Kann ja nicht schaden. Oh, miau, miau, Kätzchen. Du willst wohl Drachenstatue, was, Pussykatze? Genau. Ich bin nur ein harmloses Kätzchen-Müllmaul. Sollen wir ein bisschen toben und zusammen spielen? Miau. Wer du bist, Goldlöckchen? Du weißt, was kommt? Die drei Bären plus eins. Und wenn ihr fünf Bären seid, könnt ihr mich nicht aufhalten. Bam, frisst. Na, aufgeladener Angriff ist vielleicht keine besonders gute Idee. Oh.
ich mir einen Krafttank reinpfeifen soll. Und obwohl eigentlich wollte ich mir da ja aufsparen. Ach komm, egal. Die kann ich mir auch jederzeit wieder neu kaufen. Jetzt darf ich bloß nicht sterben. Die Bären machen schon mehr Schaden als die gewöhnlichen Ratten. Ist der schon mal down? Autsch. Ich werde jetzt nicht meinen Berserkertrank hier verschwenden. Nicht in meinen Berserkertrank dafür verschwenden. Na, verdammt. Yes, wir haben es geschafft. Und da hinten sehe ich auch noch was. Ein Herzcontainer gefunden. Yay! Aktivieren wir sie mal und schauen, was passiert. Ja, wunderbar. Der erste Teil der Brücke ist wieder reaktiviert. Fehlen bloß noch die anderen Teile der Brücke. Jetzt könnte ich gerade mal einen Speicherpunkt gebrauchen. Der nächste ist da hinten. Wow, ja, das war dumm. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht von irgendwelchen Steinen hier sterben. Und zwar das Ganze für ein extra Leben. Obwohl, ja, so schlecht ist das eigentlich gar nicht. Aber diese blöden Steine. Okay, der nächste Save Point war hier hinten. Ach, das sind Dornen da unten, habe ich jetzt erst gesehen. Alles klar, dann hätten wir das und haben auch schon lange genug aufgenommen. Na toll, da will man gerade mal speichern. Und kommt nicht zu. Weil diese blöden Ratten nerven müssen. Okay, ganz wie ihr wollt. Ganz wie ihr wollt. Hallo, du. Ich werde jetzt ganz bestimmt nicht durch irgendwelche... Ich bin durch Ratten gestorben. Aber ich kann vorher nicht speichern. Nicht bevor die Ratten weg sind. Nicht bevor die Ratten weg sind. Durch. So.
So. Jetzt kann ich speichern. Gut, das war's für heute von The Legend of Kay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.